Wir sind hier in Frankfurt City auf dem Naxos-Gelände und an der Naxos-Halle, meinem aktuellen Aufenthaltsort. Das ist eine aktuelle Ausstellung, die ich vorbereite in München im März 2014. Thematisch sieht man, geht es schon erstmal um Hände, aber das wird sich mit Sicherheit noch in den nächsten Wochen irgendwie drehen. Also ich werde definitiv das vergangene Jahr nochmal reflektieren in der Ausstellung. Es war ziemlich ereignisreich, ich bin selber noch so geplättet von den ganzen Reisen. Das Motiv speziell geht halt der Wand in Erfurt voraus. Das sind halt diese farbigen Hände, diese Überlagerungen. Und sind zwei Symboliken, Faust und halt dieses Victory-Zeichen. Hände sind so einmal einzigartig, weil sie dich selbst ausmachen. Und auf der anderen Seite sind sie halt so wieder so universell, weil jeder sie hat und sich jeder damit in bestimmte Kommunikation treten kann oder halt Dinge schaffen kann. Das ist übrigens das Motiv von New York. Die Wände gehen von zeitlichen und von der Größe her schneller als die Leinwände. Wiederum das Schöne am Großmalen eigentlich. Du bist halt völlig, kannst halt tanzen. Bei dem Arbeiten ist es so, du gehst grob ran, machst einen Klotz, schlägst ihn frei und dann immer feiner, bis du fertig ist. Also die Acrylic-Marker sind ein sehr gutes Ergänzungsmittel, gerade bei kleinen Leinwandarbeiten. Also partiell arbeite ich mit Klarlack, Matt oder Glanz halt nochmal.